Viele Fußballvereine haben große Schwierigkeiten, Nachwuchskräfte im Schiedsrichterwesen zu gewinnen. In den 90er Jahren gab es deutschlandweit noch rund 90.000 Schiedsrichter, heute sind es knapp 40.000. Für den Kreisfußballverband Schwerin Nordwest-Mecklenburg kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Vielmehr wolle man proaktiv mit der Problematik umgehen und sich so um Nachwuchs, egal in welchem Alter, bemühen. Im letzten halben Jahr hat der Verband deshalb 3 Schiedsrichterlehrgänge durchgeführt. All das sind die Gründe für eine Aktion, die am 5. Juli im Kurt-Bürger-Stadion in Wismar stattfand. Der Verband hatte rund 40 Schiedsrichter aus dem Landkreis zu einem Get-Together geladen. Dieser Anlass wurde außerdem zur Leistungsüberprüfung genutzt. Matthias Tietze-Böhm, Bildungsbeauftragter des Kreisfußballverbandes Schwerin Nordwest-Mecklenburg, ist zufrieden mit den Ergebnissen der Teilnehmer. Es freut ihn, dass im letzten halben Jahr wieder ordentlich Nachwuchs gewonnen werden konnte. Er spricht aber auch ganz offen die Probleme der Schiedsrichter an. Das Verhalten von außerhalb, dass die Schiedsrichter deswegen aufhören. Die haben alle Lust am Pfeifen, aber die Masse hört wirklich auf, weil sie nicht mehr gewillt sind, sich das anzutun. Die Äußerung halt von außen. Bei uns ist es ja nur verbal, glücklicherweise bisher. Wir haben jetzt noch keine Übergriffe gehabt. Ob alter Hase oder Jungschiedsrichter, am Ende pfeifen sie alle gern. Man fährt mit Kollegen, die man über Jahre kennt, und die trifft man halt alle 4, 5, 6 Wochen mal wieder, kann sich austauschen, wie es dann geht, familiär. Ja, außerdem ist es ja auch was für die Entwicklung von Sozialkompetenzen bei Jugendlichen. Sie müssen sich ja durchsetzen können irgendwann. Na, es macht ja auch Spaß zu pfeifen eigentlich. Also die Masse der Spiele macht ja Spaß. Weiterführende Informationen zum Thema Schiedsrichter finden Interessierte auf der eingeblendeten Webseite.